Leute, Crimex hier, was geht ab, Paul Berger? Wir werden heute gemeinsam auf Löse diese Rätsel und du bist schlauer als Sherlock reagieren. Leute, ich bin sehr gespannt, wer meinen Reaction-Kanal schon länger kennt, der weiß, man hat mich auch den Rätselboss damals genannt, Leute. Früher haben wir viel so eine Quiz gemacht, ihr dürft natürlich immer mitraten, lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr das feiert. Meine Freunde, bevor wir mit dem eigentlichen Video starten, noch kurz Werbung in eigener Sache. Und zwar, wir wurden nominiert für die About You Awards. Das ist der größte Influencer-Preis in Europa, der findet dieses Jahr in Mailand statt und wir können dort einfach gewinnen. Es wäre mir eine riesige Ehre, aber dafür brauche ich mal eure Hilfe und zwar könnt ihr für mich abstimmen, Leute. Ihr könnt das jetzt hier im Hintergrund sehen. Klickt einfach mal den ersten Link in der Videobeschreibung. Geht dort einfach drauf auf die Kategorie Live. Dort könnt ihr mir hier so eine Stimme geben. Klickt dort einfach auf Vote. Da müsst ihr meistens noch so ein Capture ausfüllen und wenn hier dieser kleine Haken kommt, dann hat alles geklappt. Es wäre mir wirklich eine Ehre, wenn ich uns dort international präsentieren könnte, wenn wir das schaffen würden, Leute. Und dann würde ich jetzt sagen, viel Spaß mit dem Video. So, dann wollen wir mal schauen, ob der Rätselboss okay, wieder zurück ist. Du bist also auf einer verlassenen Insel und verhungerst. Bloß gut, ein Busch mit Beeren. Davon isst du ein paar, aber kurz darauf wird dir übel. Ein Inselbewohner, hey, ich dachte, hier wohnt niemand, sagt dir, dass dich Melonen und Trauben entgiften könnten. Doch Äpfel und Karotten würden alles nur noch schlimmer machen. Vor dir findest du Tomaten, einen Kohl und Orangen. Was nimmst du zu dir? Ich sag die Orangen, weil das Gemüse, man hat es ja schlimmer gemacht. Was war das? Karotte und noch irgendwas, so Gemüse. Tomate, Salat, auch Gemüse. Das waren die schlechten Sachen. Und Melone und Trauben ist Obst, hat es besser gemacht. Das Einzige, was hier ist, sind Orangen, Obst. Also ich sag Orangen. Leute, der Rätselboss ist weg. Tomaten. Hä? Genau wie Melonen und Trauben wachsen Tomaten auch an Reben. Nicht aber der Rest. Yo, aber seid ehrlich, das mit Gemüse und Obst hätte auch stimmen können. Würde für mich sogar mehr Sinn machen. Du findest dich in einer Wüste mit nur einer Flasche Wasser wieder. Du weißt nicht, wo die nächste Wasserquelle ist. Was tust du? Bedecke dich mit deinem Rucksack, um dich vor der Hitze zu schützen? Lauf so schnell du kannst, um Wasser zu finden? Oder suche Schatten und ruh dich aus? Hier würde ich tatsächlich sagen, in den Schatten gehen, weil dann kann man abends laufen, wenn es kälter ist, nachts. Weil ich glaube, mit dem Rucksack so über sich halten ist ja auch anstrengend und so. Ich glaube, es bringt nicht so viel, schnell laufen sowieso nicht. Also ich sage in den Schatten und dann eher abends laufen. Würde ich jetzt sagen. Die beste Option ist die letzte. Abends kühlt es sich rapide Leute. Ab und du kannst weiter nach Hilfe suchen. Der Rätselboss ist back. Während du eine Stadt erkundest, bricht in der Nähe ein Vulkan aus. Aus ihm tritt keine Lava aus, nur dicker schwarzer Rauch. Du hast drei Möglichkeiten, dich in Sicherheit zu bringen. Welche wählst du? Einen großen Leuchtturm? Einen Keller? Oder ein Auto direkt vor dir? Boah, schwierig, schwierig, schwierig. Gut, man könnte eventuell mit dem Auto wegfahren, könnte man vielleicht sagen. Aber wenn es jetzt nur darum geht, irgendwo reinzugehen. Ich glaube, so ein Keller ist an sich schon safe, aber könnte... Wobei, Staub kommt da ja nicht rein. Aber ein Leuchtturm, wenn du da alles zumachst, ja eigentlich auch nicht. Könnte halt nur sein, dass wenn da der ganze Staub in der Luft hängt, dass da sehr, sehr schlechte Luftqualität dann ist. Ich sag einfach mal in den Bunker. Ich sag in den Schutzbunker da unten rein, in den Keller. Geh in den Keller und schließe die Tür hinter dir. Lavarauch kann in Windeseile sogar den höchsten Punkt im Leuchtturm erreichen. Leute, der Rätselboss ist back. Okay, das erste war zwar falsch, aber... Es ist 3 Uhr nachmittags und während du so durch die Wüste läufst, triffst du auf einen riesigen Turm, in dem ein verrückter Wissenschaftler lebt. Aha. Er sagt dir, wenn du überleben willst, musst du die Höhe meines Turms berechnen. Was nutzt du dazu? Baumgeäst, deinen Schatten oder deine Uhr? Gut, Baum, so hochstapeln geht ja nicht. Uhr mit der Uhrzeit. Nee, Leute, der Schatten, guck mal, weil der Schatten ist ja im gleichen Winkel wie der Turm. Und dann könnte man anhand von seiner Größe dann das berechnen, wie groß, also wie hoch der Turm ist, ne? Man guckt dann, wie oft der Schatten hier reinpasst und dann... So ein Ding ist deinen das. Schatten. Da du weißt, wie groß du bist, kannst du abschätzen, wie oft dein Schatten sagen wir mal, in den der ist 2 Meter groß, dann na, kann man ja dann sagen, ich passe da dreimal rein. Du bist in einem Aquapark, doch du wirst von einem Schurken gefangen gehalten. Der bringt dich zum höchsten Punkt des Parks und zeigt dir 3 Rutschen. Eine orangene, eine grüne und eine gelbe. Eine führt in einen Pool voller Säure, eine in ein tropisches Paradies und eine andere zu einem Vulkan voller Lava. Der Bösewicht verrät dir, in einer Parallelwelt würde die violette Rutsche in die Freiheit führen. Für welche Rutsche entscheidest du dich? Die violette... Hä?
Hä? Ich verstehe die Frage gerade nicht. Warum violett? Das verstehe ich jetzt gerade irgendwie nicht. In einer Parallelwelt würde die violette Rutsche in die Karte, in die Freiheit führen. Ja, aber dann nehme ich doch trotzdem das Paradies. Also die Rutsche mit dem Paradies, was da jetzt war. Das habe ich jetzt nicht verstanden mit dem Violett. Für die Gelbe. Gelb ist die Komplementärfarbe zu Violett. Du machst einen... Okay. Hätte man sich denken können. Bin ich jetzt aber ehrlich nicht drauf gekommen. Trip in die Wildnis. Leute, ich bin glaube ich nicht mehr der Rätselboss. Ein hat dich entdeckt und er stampft auf dich zu. Was tust du? Aber ist auch ein schweres Du rennst Quiz. Einen Steilhang hinunter, der zu einem Fluss führt. Du kletterst auf einen großen Baum direkt ist jetzt nicht neben so offensichtlich dir. Du rennst auf andere Tiere zu, in der Hoffnung, er verliert dich. Ah, jetzt habe ich aber gerade nicht aufgepasst. Muss noch mal kurz neu reinhören. Du machst einen Trip in die Wildnis. Okay, jetzt aufpassen. Ein riesiger, wütender Elefant hat dich entdeckt und er stampft auf dich zu. Was tust du? Du rennst einen Steilhang hinunter, der zu einem Fluss führt. Du kletterst auf einen großen Baum direkt neben dir. Du rennst auf andere Tiere zu, in der Hoffnung, er verliert dich. Also ich finde irgendwie alles nicht so nice. Auf andere Tiere zu rennen nicht. Auf einem Baum klettern, der könnte den Baum ja umwerfen vielleicht, weil er so stark ist. Und in einen steilen Hang runterrennen zu Wasser. Ich weiß nicht, Elefanten gehen ja auch ins Wasser. Ich sag jetzt mal noch am ehesten auf den Baum klettern. Ich weiß aber nicht, Leute. Renne den Steilhang runter. Elefanten vermeiden Gebiete mit Hebungen oder Senkungen, um sich nicht der Verletzungsgefahr auszusetzen. Okay, ja gut. Während deines Campingtrips bemerkst du, dass dir Wasser fehlt. Allerdings bist du echt durstig. Es gibt drei Wege, um an Wasser zu kommen. Welcher ist der ungefährlichste? Wasser aus einem Kaktus ernten? Wasser aus einem Tümpel trinken? Oder Wasser aus einem Fluss trinken? Tatsächlich am besten hier der Kaktus, ja. Obwohl, nee, man... Ist halt jetzt die Frage wieder, das ist halt immer so schwierig zu sagen, ist es jetzt, ich meine, aus manchen Kakteen kann man das Wasser trinken, das weiß ich. Es kann aber jetzt auch sein, dass der jetzt gleich sagt, es ist ein giftiger Kaktus, das weiß man halt nicht. Also auf keinen Fall aus dem Tümpel, das kann ich schon mal sagen, weil das ist ein stehendes Gewässer, das ist wahrscheinlich abgestanden, Bakterien drin, dies, das. Fluss würde gehen, aber auch weiß man nicht, wie sauber das ist, aber es ist zumindest ein fließendes Gewässer. Ich würde jetzt trotzdem einfach mal Kaktus sagen, weil ich weiß, aus manchen Kakteen kann man das Wasser trinken. Das ist ungefährlich. Es kann jetzt nur sein, dass ein giftiger Kaktus... Kaktuswasser ist nicht gerade unbedenklich und stehendes Gewässer voller Bakterien und Parasiten. Die ungefährlichste Option ist der fließende Fluss. Gut. Würde ich mir jetzt aber trotzdem mal den Punkt dafür geben. Es geht, habe ich ja gesagt. Du bist seit Tagen in der Wildnis gefangen und hast keine Ahnung, wo es zurück zur Zivilisation geht. Welchem Zeichen folgst du? Einem Flugzeug über dir, dem fließenden Fluss oder einer Gruppe Tiere? Gut, ich sag mal, dem Flugzeug, den kannst du ja nicht folgen, das ist ja voll schnell, das siehst du kurz, vielleicht in die Richtung kannst du einigermaßen laufen. Ja, aber du weißt ja nicht, wo das jetzt gerade hinfliegt, ne? Ist ja jetzt nicht unbedingt im Landeanflug oder so. Einem Fluss folgen, Tiere würde ich jetzt auch nicht folgen, so Wildtiere, weil die laufen ja eher zu sich nach Hause, da würde ich noch am ehesten der Fluss sagen. Ich sag der Fluss. Dein bester Tipp wäre der Fluss. Seit Anbeginn der Zeit haben Menschen Dörfer an Flussbetten gebaut. Seht ihr mal, Leute, der Rätselboss ist wieder da. Ein seltsamer Biologe lädt dich zu sich zu Hause zu einem Abendessen ein. Das ist doch schon wieder der verrückte Wissenschaftler. Er führt dich in den Keller und serviert dir drei ungewöhnliche Sachen auf dem Teller. Pilze mit weißen Rillen, Rizinussamen vom Wunderbaum und Fischgehirn. Was kannst du bedenkenlos verzehren? Haben Fische ein Gehirn? Pilze mit weißen Dingern, glaube ich, sollte man nicht essen. Champignons haben so braune Dinger unten. Diese Rizinusbohnen, keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, Fischgehirn. Der Teller mit Fischgehirn ist das Einzige, was nicht giftig ist. Ha. Aber das war noch nicht alles. Du wirst in einen Raum mit drei großen Salzwassertanks geführt. In einem von ihnen musst du 5 Minuten aushalten. Der Biologe verspricht, dich freizulassen, wenn du es dort lebend herausschaffst. Im ersten Tank befinden sich 6 weiße Haie, im zweiten sind 70 Piranhas und der dritte ist mit gefährlichen Würfelquallen gefüllt. In welchem Tank könntest du überleben?
Ich würde die Piranhas sagen, weil die kommen ja nur, wenn man blutet. Wenn man nicht blutet, greifen die einen ja, glaube ich, nicht an. Im Zweiten, Piranhas sind Süßwasserfische. Sie können im Salzwasser nicht überleben. Haha, stimmt sogar. Aber ich war trotzdem richtig. Du leitest eine Expedition zum Nordpol. Als du dorthin segelst, fällt ein riesiger Batzen Eis ins Wasser, der eine noch riesigere Welle verursacht, die auf euch zukommt. Wozu leitest du deine Mannschaft an? Das Schiff zu stoppen, bis die Welle vorbeizieht, die andere Richtung einzuschlagen oder auf die Welle zuzufahren? Die Welle zufahren. Man muss auf die Welle zufahren. Das weiß ich. Sich mit dem Schiff in die Welle zu lehnen, hält das Schiff stabil. Alles andere wird dein Schiff zum Sinken bringen. Wenn man versucht zu drehen und das von der Seite kommt, dann sich langsam mit Wasser füllt. Hilfe ist erst in 6 Minuten bei dir. Das Wasser wird die Decke aber schon nach 2 Minuten erreicht haben. Auf dem Grund befinden sich Geäst, ein Strohhalm und ein Eimer. Was kann dir ein bisschen Zeit verschaffen? Der Eimer. Man macht den Eimer mit Luft an die Decke halten und dann mit dem Strohhalm so rausziehen mäßig. Dann kannst du der Eimer. Wirf ihn über deinen Kopf und er bildet eine Art Luftblase, die dir ein bisschen mehr Sauerstoff verschafft. Stimmt. Als du draußen campen bist, triffst du auf einen ziemlich angsteinflößenden Braunbären, der sich dir immer weiter nähert. Was tust du? Du rennst so schnell weg, wie du kannst. Das war ein schweres Quiz heute. Du fällst auf den Boden und gibst vor, tot zu sein. Oder du bleibst still und bewegst dich nicht. Ich glaube, still und nicht bewegen, würde ich jetzt mal sagen. Wegrennen, glaube ich. Da jagt er ihm hinterher. Ich würde jetzt mal eher sagen, mal nicht bewegen. Wenn er einen angreift, dann würde ich wahrscheinlich wegrennen. Aber hinwerfen, glaube ich, bringt nichts. Wirf dich auf den Boden. So wird dich der Bär nicht mehr als Bedrohung sehen. Oliver ist im frostigen Norden verloren gegangen. David hat sich ohne jegliche Kleidung in der Wüste verlaufen. Wer wird zuerst draufgehen? Also ich glaube, der im Schnee geht zuerst drauf, glaube ich. Der andere hat vielleicht einen Sonnenbrand, aber... Das kalte Wetter bringt Oliver zum Zittern. Seine Muskeln zittern, um seinen Körper warm zu halten. Doch David wird in der Sonne schnell verdursten. Krass. Du schlenderst durch den dichten Dschungel und wirst am Bein von einer giftigen Schlange gebissen. Wie kannst du überleben? Indem du das Gift mit deinem Mund aussaugst, indem du die Wunde mit einem Stück Stoff und Wasser reinigst oder indem du dein Bein mit einem Shirt abwickelst. Das raussaugen. Man soll das raussaugen, wenn das geht. Wähle die dritte Variante. Dein Bein fest abzuwickeln hindert das Gift, den Rest deines Körpers zu erreichen. Aber raussaugen habe ich auch als schon mal gehört. Als du die Straße entlang fährst, siehst du einen Baum, der den Weg versperrt. Du steigst aus dem Auto, um ihn zur Seite zu hieven. Doch dann entdeckst du einen Wirbelsturm, der direkt auf dich zukommt. Boah, das ist echt nicht dein Tag. Wie kommst du da nur raus? Du gehst zurück ins Auto und fährst in die entgegengesetzte Richtung. Du kletterst den stämmigsten Baum hoch oder du suchst einen Graben und bleibst dort, bis der Wirbelsturm vorbeizieht. Ich würde wegfahren. Einfach wegfahren, Bro. Entscheide dich für die letzte Option. Wenn der Wirbelsturm über dich hinwegzieht, wirst du nicht von ihm eingesogen. Du läufst in einen Raum und... Das sind aber auch immer so Sachen, so, ne? Woher kommt denn jetzt der Graben dann so? Weißt du, das sind so... Ja. Und just als du ihn betrittst, fängt die Tür Feuer. Jeder normale Mensch wird wegfahren. Wisst ihr, wie ich meine? Es gibt keinen Ausweg, aber immerhin ist die Feuerwehr unterwegs. Doch wie verschaffst du dir etwas Zeit, bis die Hilfe eintrifft? Indem du flach auf dem Boden liegst, indem du auf einen Stuhl kletterst, um den Flammen zu entkommen, oder indem du dich in eine Ecke des Raums stellst. Auf den Boden legen, weil die Hitze und der Rauch steigt ja nach oben. Lege dich auf den Boden. Der Rauch steigt an die Decke. Unten am Boden gibt es dafür noch etwas Sauerstoff. Du bist in einem Labyrinth innerhalb eines verlassenen Schlosses gefangen. Du kannst nur eine Tür wählen, um zu überleben. Die erste führt zu einem Zimmer mit scharfen Klingen und Messern. Hinter der zweiten warten unzählige giftige Schlangen und Spinnen auf dich. Und hinter der dritten Tür verbirgt sich ein elektrisierter Graben. Welche Tür wählst du aus? Ich nehme den elektrisierten Graben, weil in dem Schloss gibt's keinen Strom. So. Die letzte. Da das ein verlassenes Schloss ist, kannst du den Lichtschalter betätigen, um zu überprüfen, ob überhaupt noch Strom fließt. Wenn nicht, wäre die dritte Tür sicher. Aber gut, Leute, das soll's gewesen. Hättet ihr alles gewusst, lasst ein Like und ein Abo da und bis dahin haut rein, Leute. Euer Cramix.